An der Kinder- und Familienfeier zu St. Niklaus von der römisch-katholischen Kirche St. Josef in Sissach haben wir mit dem Santi Klaus ein paar Worte wechseln. Santi Klaus, wie sage ich richtig? Sage ich Santi Niki Necki? Muss es sich reimen oder darf es auch einfach so daherkommen? Wie sprich ich die an? Im Volksmund ist es der Niki Necki. Ja, da kann man hier bei uns sagt man auch der Santi Niki Necki. Aber ich komme ursprünglich, bin ja Solothurner und dort sagt man dann eher der Sammy Klaus. Und hier bei uns auf dem Land draussen, der Santi Klaus, der Santi Klaus mehr in Basel oder eben der Santi Niki Necki. Das ist auch. Unser Vorbild ist ja der Niklaus von Myra. Er ist in der Türkei, südlich von Antalya, gibt es dort so ein Städtchen. Und das war ein Bischof, der grosszügig war, der die Armen unterstützt hat. Jetzt etwas zu dir. Ich verrate jetzt nicht, seit wie vielen Hunderten von Jahren du diesen Job schon machst, aber gefühlt ewig. Und erzähl mal, wie ist das für dich gegangen in all diesen Jahren? Man ist ja trotzdem auch, wenn man so ein bisschen den Respekt anschaut, den du auch einflößen kannst, gerade mit dem Schmutzli noch nebendran, den du einpacken könnt als Kind. Wie hat sich das entwickelt für dich? Ja, das ist, früher habe ich das, bin ich ziemlich nervös gewesen, wenn ich Sammy Klaus war. Weil man kann das zwar vorbereiten, in diesem Buch habe ich Notizen über die Kinder, die ich besuche, aber es ist auch ein Haufen, der spontan abläuft. Und dann, je nachdem, wie die Kinder reagieren, wie die Eltern reagieren, wie ich reagiere, das ist dann immer ein bisschen ein Glücksfall. Ich habe bis jetzt Unglück gehabt. Es ist immer eigentlich gut rausgekommen. Aber ich habe auch ein paar peinliche Situationen erlebt. Ich habe zum Beispiel früher habe ich das Kind gefragt, am Ende des Besuchs, ja, soll der Sammy Klaus dem Papi und der Mami auch noch etwas sagen? Und dann hat einmal das Mädchen gesagt, ja, sie sollen nicht so viel streiten miteinander. Und das ist noch ganz peinlich gewesen. Und dann hatte ich natürlich den Verzeigfinger und gesagt, hören der Papi, Mami, was Vreneli jetzt gesagt hat. Und es gibt dann auch noch so Geschichten, wo man, ich bin auch Lehrer gewesen. Und dann bin ich manchmal bei meinen eigenen Kindern, Sammy Klaus, gesehen. Dann war immer die Frage gewesen, können wir die echt jetzt? Und ja, dort hat es dann auch lustige Überraschungen gegeben. Müssen wir das aber vielleicht schnell auflösen. Du machst das seit, glaube ich, 30 Jahren, oder? Mindestens 30 Jahre, ja, ja. Ich bin als Student und in Beromünster in der Latinschule bin damals schon Sammy Klaus gesehen. Und seit ich in Sissach war, bin ich eigentlich jedes Jahr gesehen. Weil ich manches Jahr im Kirchenrat war und dann immer geheißen, der Kirchenrat muss der Sammy Klaus machen. Und das ist mir halt jetzt bis heute geblieben. Aber es gefällt dir, dich mit einem fremden Hut zu schmücken? Ja, das ja, muss jetzt so sagen. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter geworden. Also näher bei 80 als bei 70. Und ich muss auch sagen, ich muss heute Sammy Klaus weniger mehr spielen, sondern ich bin ihn heute fast ein bisschen. Und dann kann ich aber den Kindern auch sagen, der Stab hier ist eigentlich ein Bischofsstab, aber ein alter Mann kann ihn auch brauchen, sich zum Fortbewegen, dass er ein bisschen sicherer da steht. Und das kann ich jetzt heute mit gutem Gewissen auf meine Erfahrungen zurückblicken und nehme das heute viel leichter, als ich es früher gemacht habe. Gut, dann müssen wir trotzdem schnell, darf ich mich da mal noch dazwischen drängen, liebe Schmutzli. Und ich sage extra, liebe Schmutzli, weil hat es auch für mich etwas in diesem Sack? Ich muss schauen schnell. Schau an, ein Lebkuchen. Wie ist das so für dich? Wie lange bist du schon mit dem Santi Klaus Erwin unterwegs? Ich mache es jetzt das zweite Mal. Letztes Jahr bin ich das erste Mal. Wir kommen ja von den Jubla und da helfen wir gerne aus. Und ja, es macht mir Spass, doch. Erlebst du etwas Neues und nach dem Arbeiten ist es mal eine gute Abwechslung, doch. Wie ist so für dich der Kontakt mit den Kindern? Bist du dann auch sehr auch ein bisschen, setzt der dich ein bisschen in die Rolle, so ein bisschen der Grimmigere zu sein? Oder heisst es dann vielleicht auch mal, müssen wir da die Route ziehen, oder wie? Nein, das eher nicht. Wir haben einen sehr lieben Sammy Klaus. Und nein, ich bin meistens relativ still, oder? Und schaue, dass alles recht in Ordnung abläuft.
Gut, und dann geben wir jetzt aber im Santiglaus doch noch das Schlusswort für den Rest von diesem Jahr. Was gibst du den Menschen noch für die kommenden Tage mit? Also, dass man zueinander vorsichtig ist. Und ich sage immer, wenn man etwas mitteilen will, kommt es darauf an, wie man es sagt. Und natürlich auch, was man sagt. Und ich denke immer, wenn ich die Menschen so behandle, wie ich gerne möchte behandelt sein, dann kommt das gut an. Und auf der anderen Seite hoffe ich auch, dass es vielleicht da und dort mal ein bisschen Kitt gibt in der Familie. Wenn der Samichlaus einen guten Rat gegeben hat, Kind, dass das die Eltern vielleicht wieder einmal das Jahr durch noch mal sagen und so. Und ich freue mich auf den Besuch, den ich heute wieder machen darf. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, it's only the heart afraid of breaking that never learns to dance. It's the dream afraid of waking that never takes the chance. It's the one soul afraid of dying that never learns to live. When the night has been too lonely and the road has been too seed that with the sun's love